Und eure Keulen, die richten alles für Mögliche die an. Ehre. Auch gut. Also ja, lasst uns Kriegsherren und Todesritter sehen euren schon ein bisschen Befehl. Übertrieben aus. Havocs und Hexer haben wir ja noch nicht. Die letzten beiden magischen Einheiten. Und ja, die Statue, also die Statue vom Dunkelelfenmonument ist, glaube ich, ein Todesritter. Gebt euren Befehl. Oder sowas ähnliches, weil die Krone stimmt nicht ganz überein. So, eine Unit fehlt noch. Für die Macht Nors, für die Ehre. Ruhm und Ehre. Vorwärts, Krieger! Die Schlacht ist nahe. Dann werden wir jetzt mal kämpfen gehen. Ich speichere zur Sicherheitshalber nochmal. Und ja, solange wir den Dschungel nicht hinter uns haben, werde ich das den Backup-Safe verwenden. Also sagen wir, auf dieser Map sind. Oh, da kommen sie wieder. In großer Zahl. Die Schlacht ist nahe. Wisst ihr was? Silbern glitzert der zurück. Tod. Wir lassen erst das hier noch auf uns zukommen. Und greifen dann das Lager an. Wir werden angegriffen! Genau, bewegt euch etwas schneller, das wäre praktisch. Nor ist mit uns. Für die Ehre. Ruhm und Ehre. Also sonst müssten wir einen Ausfall wagen, der uns vielleicht zu viele Verluste kosten könnte. Muss ich euch erst noch ein bisschen anspornen hier? Na also, geht doch. Müssen halten. Gebt euren Befehl. Eure Gegenwehr ist vergebens. Wir sind der Tod. So. Jetzt können wir zum Angriff übergehen. Wie gesagt, erstmal dieses Lager weg und dann die, die hier hinten noch waren.
sollte uns nach oben etwas Luft verschaffen. Ja, da kommen sie schon wieder. Standhalten, Männer! Nor wird uns rächen! Wir sind der Tod. Der Tod ist nur der Anfang. Jo, und wir verlieren schon Truppen. Und sie kommen von hinten, das ist auch nicht so schön. Die Linien dürfen nicht brechen. Der Tod ist nur der Anfang. Ein ehrloser Hinterhalt. Die Linien dürfen nicht brechen. Wir sind der Tod. Ein feiger Angriff. Die Linien dürfen nicht brechen. Ein feiger Angriff. Ein ehrloser Hinterhalt. Die Linien dürfen nicht brechen. Die Linien müssen halten. Tja, was macht man dagegen? Wisst ihr was? Also erstmal, da bin ich wieder. Das ist mir echt zu stressig. Ganz ehrlich. Auf die Art und Weise. Laden wir das Save-File. Dieses Save-File hier. Und kümmern uns um die Lager. Eine nach der anderen. Ich meine, ihr habt es gerade erlebt, wie schwach dunkle Elfen in Wirklichkeit sind. Tut mir echt leid, aber... Die Kitar haben mit meiner Armee kurzen Prozess gemacht. Ja, und die Szene können wir leider nicht überspringen. Worüber wacht ihr, Herr des Waldes? Mein Kleinod, das Herz des Waldes, mein Besitz, es gehört mir. Ich muss es behüten, beschützen. Gut, das kennen wir ja alles. Also ich muss leider zugeben, in Order of Dawn machen Dunkelelfen keine sehr gute Figur. Entweder weil Kita einfach zu stark sind, oder weil mein Runenlevel zu niedrig ist. Keine Ahnung genau. So, nehmen wir das Herz des Waldes.
und packen das Herz des Waldes wieder zurück. Ah, mein Kleinod. Level up. So. Ich gebe zu, jetzt haben wir einen ganzen Batzen an Zeit verschwendet, dadurch, dass wir das Lager aufgebaut haben und alles. Allerdings, so viele Schmerzen sollte uns das jetzt nicht bereitet haben. Aber, ja, man hat gesehen, wie wir eigentlich dann jetzt, wie ich das letzte Mal vorgegangen bin und wie wir dieses Mal auch wieder vorgehen werden. Was erstens schneller, zweitens einfacher gehen sollte. Und drittens, so viele Erfahrungspunkte haben wir ja eh nicht zusammengekriegt. Gerade mal ein Viertel. Wir werden angegriffen! Runenkrieger, zu mir! Die Linien müssen halten! Wir haben halt keine Heroes, nix auf dieser Map. So, die Ork-Rune haben wir schon mal. So, hier sind ein paar mehr Kita. Sollte aber auch gut machbar sein. Standhalten, Männer! Die Linien müssen halten! Wir werden angegriffen! Das ist ein Hinterhalt! Wir werden angegriffen! Standhalten, Männer! Man merkt aber halt, dass uns ein Schild fehlt. Hallo? Danke. Der hat sich arg schlecht treffen lassen. Es kann halt auch immer noch sein, dass die Spawnpoints hier ein bisschen verbuggt sind und die Kita zu schnell nachspawnen. Das könnte auch zu einem Problem führen.